Ah, Ömer, Ömer, hier rüber, hilf mir mal! Ja, Ömer kommt angelaufen. Man sieht die Schweißperlen auf seiner Stirn. Er hat wohl auch die ganze Zeit irgendwelche körperlichen Aktivitäten gehabt. Ja, was denn? Du kanntest dich doch ein bisschen damit aus, wie man Leute zusammenpflegt, oder? Ein bisschen. Ja, er sieht schau mal. Verzweifelt aus. Was, ja, traust dich nicht ganz zu Ragnar zu gucken? Der Kopf war ja zumindest eben noch komplett geborsten durch die Axt, die da reingefugt liegt da. Hat eine Platzwunde am Kopf und seine Mütze ist abgefallen. Was ist denn hier los bei Fexens Namen? Immer konzentrier dich! Ja. Immer stürzt sich neben Ragnar, legt den Bogen auf den Boden, packt den Rucksack vom Rücken und fängt an nach einigen Utensilien zu kramen, wie ein paar Verbänden. Und das kriegen wir hin. Ich hoffe das. Und fängt an, Ragnar den Schädel zu versorgen. Sieht aus, als wenn er einen Geist gesehen hätte, aber wahrscheinlich sehen die alle gerade so aus. Abelmir, Torgosch, Torgosch, du wirst getreten in die Rippen. Komm zu dir. Wenn ich immer noch -6 LEP hab, dann komme ich nicht zu mir. du hältst dir deine Seite, hältst dir deinen Kopf. Oh, hast du Kopfschmerzen, brutal. Richtig, richtig krasse Brut. Also, wie viele Lebenspunkte hattest du, bevor der Kampf anfing? 38. Ah, dann bist du jetzt auf 38 halbe. Sind 19. Aber brutale Kopfschmerzen. Komm zu dir, Junge. Was gibt man noch eine Wunde? Ich hab die Orks alle besiegt. Wirklich? Ja. Kaum zu glauben. Gut, oder? Du kannst auch sehen, wie neben dir viele Leute stehen, liegen. Zu deiner Besorgnis wird gerade die alte Frau, die eben in den Brunnen gestoßen wurde, alt, klapprig wie sie war, aus dem Brunnen rausgezogen, ist wohl ertrunken. Viel Chaos auf den Straßen, einige Waren, die zerschlagen sind. Ein umgestürzter, du siehst ihn auch, der Karren, der über dich drüber gerollt ist, liegt irgendwo, brennt an einer der Häuserecken hinter dir. Chaos. Die Stadt raucht. Wo kamen diese Orks her? Keine Ahnung. In Garrett. In den Höhlen gibt's die nicht. Hast du diese Stadt jetzt schon? Torgosch, wir müssen wieder zurück nach Xornosch. Erstmal müsst ihr alle die Fresse halten, aber mein Kopf weht. Entschuldigung. Ja, wenn man Kopfschmerzen hat, soll man erstmal ein Bier trinken, sagt mein Großvater immer. Wir sollten in diese Kneipe gehen. Sie ist vielleicht nochmal. Oh, ich hab's den Namen vergessen. Ah, irgendwas mit Kopf. Hump. Irgendwas mit Hump. Genau, ich glaube. Dort hinten lang. Erstmal ein Bier. Gute Idee. Komm, Junge. Er tritt Abelmir nochmal in die Seite. Nee, das ist nicht nötig. Ich komme ja schon. Abelmir, wie hoch auf meinem Stab? Wie viele Lebenspunkte hattest du, bevor der Kampf losging? 15. Ich glaube, der Wagen ist über dich rübergerollt und hat es noch 5, ne? 7 hatte ich, glaube ich. 7 nach dem Wagen. 7 nach dem Wagen. Dann bist du jetzt bei 7 halbe, sind 4. Okay. Steh auf, Junge! Ah, mein Kopf. Ja, Igna nimmt jetzt dein Bein und schleift dich so erstmal 2-3 Meter durch den Schnee, bis du dann so ein bisschen ihn abschütteln kannst. Deine Kleidung ist hoffnungslos dreckig. Abelmir, deine Kleidung ist hoffnungslos dreckig. Verdammt. Kannst du nicht aufstehen, oder was? Alles, was du tust, ist jetzt zusätzlich zu deinen Lebenspunkten, die dir fehlen, nochmal um deine Eitelkeit erschwert. Ragnar, du wirst wieder wach. Ömer steht, kniet neben dir und auch Jarlan schaut besorgt im Gesicht auf dich runter. Jetzt schon so ein bisschen den Schulter oder so. Ragnar! Ragnar, komm zu dir. Was ist hier los? Habt ihr die Orks besiegt? Ömer kniet sich schon neben Aleppo, also unter Tusche, und versorgt den gerade mit den nächsten Verbänden. Muss irgendeins von Galottas Hexenwerken gewesen sein. Sie haben geblinkt. Sie haben geblinkt. Also nicht geleuchtet, sondern sie waren mal da und mal nicht da, wenn sie getroffen wurden oder so. Ich weiß nicht, ist ganz komisch. Ihr habt es auch gesehen, ich bin in einen reingerannt und auf einmal war er nicht mehr da. Was? Oh, mein Kopf. Das waren Dämonen, das müssen Dämonen gewesen sein. So müssen Dämonen sein. Dämonen sind anders immer. Wir sind die Blutrünstiger. Und vor allem verschwinden sie nicht. Oh, okay.
wollen wir uns erstmal irgendwie zurückziehen auf der offenen Straße? Ich meine. Tusche, die Tore sind zu. Wir können ja schon ein bisschen tun. Kalt. Ja, Ragnar, du kannst doch. Wie bitte? Du kannst doch bestimmt ein gutes Haus am Platz, oder? Und wenn es dann wenig ausruhen können. Ragnar schaut sich gerade seinen Körper an, der vor wenigen Minuten noch von Orks zerfleischt worden ist. Irgendjemand kälteempfindlich von euch? Nö. Kein gutes Gefühl auf jeden Fall. Und dann scheint Ragnar immer noch sehr verwirrt, langsam aufzustehen und mal sich den Arm zu besehen und die Brust. Habe ich immer noch Wunden? Mit wie vielen Lebenspunkten bist du in den Kampf gestartet? 30. Ich habe jetzt schon die Hälfte. Bist du jetzt ich hatte 15, danach 6. Dann bist du jetzt bei 15. 2 Wunden. Ah, bei 15, okay. Aber ich war. Achso, ja, stimmt, ich bin zu tot geschlagen worden. Zwei ja. Wunden? Ja, 2 Wunden. Kannst du auch so unruhen. Alles klar. Sondern die Beine. Nein, passt nicht. Gut, dann würde Ragnar schwer verwundet loshumpeln. Ja, damals war es nicht oft in der Stadt, natürlich draußen ziemlich oft, gerade dann in deinem Viertel, aber wenn Ömer jetzt sagt, die Stadttore sind zu, du warst ja vor, das ist schon über ein Jahr her, da warst du schon in Gare drin. Ich humpel aber nicht irgendwo zu irgendeiner Taverne, ich humpel zu einem Pereine-Tempel. Ein Pereine-Tempel? Ja, da musst du durch die gesamte Stadt rennen. Durch die gesamte Stadt. Aber von dem Tempel weiß ich, wo er ist. Ja, das ist richtig. Kannst du auf alle Fälle in Richtung des Immern-Stadions gehen. Dir ist zumindest bekannt, dass es dort das Ordenshaus des heiligen Badilak gibt. Ist natürlich dann beziehungsweise, was hast du gesagt? Das ist Travia. Brauchst Pereine. Das ist Travia, Pereine. Ja, Pereine dann... Schlossviertel? Im Schlossviertel, genau. Dann, ich war gerade hier unten, aber du wolltest die... Und dann kannst du hier die Straße runtergehen. Ist ja auch relativ einfach. Dann hier über den Briglo-Platz direkt zum Pereine-Tempel. Genau. Natürlich überall rauchende Häuser, brennend, einige Türen, die wohl auch eingetreten sind. Und Chaos, einige Plünderer, die jetzt auch unterwegs sind. Und andere Leute schlagen, die Stadtwache, keine Spur. Alle haben sie wohl irgendwie die Hände voll zu tun. Viele Verletzte, die auf dem Boden liegen. Heiler, die irgendwelche Wundverbände anbringen. Teilweise sind es auch gar keine Heiler, sondern nur irgendwelche, dahergelaufenen Haderlumpen, die jetzt versuchen, ihre Nachbarn zu versorgen. Es ist überall Chaos. Im Schlossviertel würde ich mich auch nochmal umsehen, was da so für Leute auf dem Boden liegen. Ja, willst du was mitnehmen, oder? Ja, also ich würde den anderen sagen, ey, wir müssen hier geradeaus. Ich komme gleich nach. Ich helfe diesem armen Mann hier nochmal. Wie, du kommst nach? Du willst doch dahin. Naja, ich dachte, wir wollten jetzt alle versorgen lassen. Wir sehen alle nicht mehr so gesund aus. Ich gucke Ömer an, okay, außer Ömer. Stimmt, mich hat nur bis Frau Bohlen gerichtet. Was ein Glück. Aber dahin sollten wir trotzdem alle mal zum Terrain-Tempel und uns nochmal ein bisschen durchchecken lassen. Na dann, Loras, wir sollten keine Zeit verlieren. So gut, dann bringe ich diesen Mann mit dem Pereine-Tempel. Wenn ihr den tragen könnt? Ja, ich versuche es und währenddessen... Immer steht sich direkt neben dich und sagt, ich helfe dir. Jeder von uns eine Hand in die andere Tasche von dem Mann und dann tragen, dann helfen wir dem dahin. Ihr müsst oben. Das ist ein schwer verletzter Mann, ihr müsst ja keine Taschendiebstahlprobe machen. Ihr könnt einfach reingreifen, einer links, einer rechts. Ömer greift sich eine Uhr für geschätzt 15 Dukaten und... was habe ich gesagt? Ömer, ne? Ja. Und Ragnar dann einen Ring für 4 Dukaten. Ich mache einen Schnollmund, weil ich übers Ausbeute gesehen habe. Ich sitze oben auf meinem Streitross, das uns alle vielleicht tragen könnte, und lass es mir einfach gut gehen. Ja, so kommen die Pereine Pilger dann zum Pereine-Tempel. Und ja. Mal gucken, was da so vor sich geht. Die Taverne voller Humpen ist ein altes Gebäude, das bereits stand, als der Rest des Viertels hauptsächlich zum Warenumschlag genutzt worden ist. Ihr könnt die schwere Eichentür aufmachen, eine Wand aus Lärm, die euch empfängt, Rauch, viele Verletzte, die hier auch auf den Tischen liegen. Bier wird hier wohl gerade nicht so viel ausgeschenkt, nur noch Stöhnen, du kannst ein paar Tiertrophäen erkennen, auch Delfin, der an der Wand hängt, sehr effert ungefällig. Gibt ein paar Zimmer, die hier wohl abführen. Oben eine Galerie mit weiteren Zimmern und der Wirt brüllt wohl gerade irgendwas. Eine Schankmar, die auch dahinter steht und gerade nichts zu tun hat, sich nur die Wangen hält und bekümmert dann jammert, dass wir alle untergehen werden und dass der Dämonenkaiser die Stadt vernichten wird. Ich brauche einen Heiler! Wo ist hier ein Heiler? Ich brauche ein Bier!
Halt die Schnauze davor und ich brauche jetzt einen Heiler, der kratzt uns noch ab. Ja, hier, ich bin Heiler. Was habt ihr denn? Oh, ein Magister. Ist er von der Schwert und Stab oder magische Rüstung? Weiß ich. Nein, ist das jetzt egal. Ah, hier, verzeiht. Guckt euch meine Rippen an. Verzeiht, mein Herr, ja, das sieht nicht gut aus. Das muss ich. Ja, das sehe ich, weiß ich selber. Ja, er fängt direkt an, irgendwie Wundpulver drauf zu streuen, ein paar Kräuter, die er drauf trägt, und dann dicke Mullbinde, die er dann um deinen gesamten Körper drum rumwindet. Dein Umhang wird tatsächlich dann auch mit eingebunden in diesen Mullband, das schneidet er gar nicht weg oder auf, das hält er nicht beiseite, wird einfach mit rumherum gepappt, sodass du jetzt eingewickelt wirst. Sehr professionell, sieht so aus. Erkenne ich mit Heilkunde Wunden 4, dass das scheiße ist? Ja, natürlich ist das scheiße. Der Mann ist wahrscheinlich genauso versiert wie du. Das ist kein richtiger Heiler, das ist einfach nur jemand, der gerade Not am Mann macht. Ach, gibt's denn hier keinen vernünftigen Heiler, kein Heiltempel, irgendwie sowas? Wo sind Amboschgeweihte, wenn man sie braucht? Heiltempel, wahrscheinlich den Pereine-Tempel, aber junger Mann, Herr Zwerg, Herr Angroschim, wir sind kein Pereine-Tempel, wir sind eine Taverne, hier gibt es Bier. Also auch wieder recht. Ich such mir erstmal eine freie Bank und setz mich erstmal stöhnend auf die freie Bank. Aber sie kennen sich hier doch bestimmt aus. Wohnt denn hier in der Nähe nicht irgendwie ein Heiler oder sowas? Ich? Nein. Du musst erstmal aufhören zu bluten. Gibt's hier einen Angrosch-Tempel? Angroschim können richtig gut heilen. Die Priester verstehen ihr Handwerk. Ah, gibt's hier einen Angrosch-Tempel? Das ist ein guter Einwand. Nein, verzeiht mein Herr, hier gibt es keinen Angrosch-Tempel. Aber wenn ihr ein Heiler finden wollt, also ich weiß nicht, ob überall in der Stadt das Chaos, wenn ihr tatsächlich irgendwie Erfolg, ich verspreche dann würdet ihr am besten zum Schlossviertel gehen. Naja, da ist ein Tempel. Ich weiß, der wird wahrscheinlich jetzt gerade überlaufen sein, aber da werdet ihr die besten Heilmöglichkeiten bekommen. Boah, na wunderbar. Jetzt doch mal durch diese verdammte Stadt. Ich will zurück nach Xalosh. Ja, da herrscht halt wenigstens Ordnung. Was war das überhaupt, der Abel Mir? Ich ja noch weiß nie gesehen. Sie flackert merkwürdig. Das habe ich noch nie gesehen. Wie eine Illusion? Aber so viele? Magische Scheiße. Drachen. Ja, du sagst es, Drachen. Dann war das doch keine falsche Meldung, hier sind doch Drachen überall. Wie kann das möglich sein? So viele, so gleichzeitig überall und... Ach, wir bringen dich jetzt erstmal in den... Wie hieß das Ding nochmal? Preiner. Okay. Los, wir gehen zum Preiner-Tempel. Wisst ihr, wo es ist? Im Schlossviertel. Ich kann euch dorthin bringen, mein Herr, aber... Wenn die Straßen frei sind... Hier, nehmt ein Silber und führt uns. Jawohl. Den Silber könnt ihr behalten. Ich sehe doch, dass es euch schlecht geht. Habt ihr vielleicht eine Krücke oder ein... Ein Stock, einen zweiten Stock. Der Wirt schaut auf den Silbertaler, beziehungsweise nimmt den Silbertaler von demjenigen, der ihn gerade abgelehnt hat, zertritt dann eine seiner Bierbänke und gibt dir dann dieses zerbrochene Stück der Bierbank als Krücke. Ja, das ist doch ein guter Tausch. Sieht auch nicht wirklich hilfreich aus, oder? Ich schaue jetzt mal komisch auf diese zerbrochene Bank. Ist die irgendwie hilfreich, ja, oder? Ja, da stehen so ein paar Holzsplitter ab, wenn du dich damit jetzt aufstützt. Da rammst du dir sicher nicht ein paar Holzsplitter in den Arm, dann, aber das dann hilft. Nicht. Es wird schon gehen. Ich stütze mir auf meinen Stock und probiere wieder mich zu erheben. Guter Angroscher. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich würde dich ja stützen, aber du bist halt viel zu lang. Stellt euch aber neben mich und ich halte mich auch nicht fest. Wehe, du rührst den Bart. Nein, das ist... Nein. Das wollen wir mal nicht hoffen. So wird's gehen. Ach, ja komm ja. Jetzt, hör auf zu weinen. Nicht so schnell, tut weh. Sonst rennt er immer vorne weg. Ja, und jetzt ist wieder... Eine halbe Stunde später steht ihr in der Schlange des Pereine-Tempels. Und während ihr euch umdreht, könnt ihr wohl erkennen, zumindest Abelmir erkennt es, ein großes Pferd mit einer bekannten Person darauf. Ja, Jalan! Jalan wühlt sich gerade durch die Menge, versucht ein wenig Platz für seine Kameraden zu schaffen, blickt dann hinunter. Abelmir? Ja, hier! Erstmal das Pferd an, steigt dann auch ab.
Aber mir, ihr seht grauenhaft aus. Was ist passiert? Ich fühle mich noch schlimmer, als ich mich aussehe. Orks, ja, überall in der Stadt. Wie kommen sie her? Soll ich eure Wunden verbinden, Abelmir? Ja, es wurde schon, aber es war nicht wirklich... ihr seht ja selber, wie es aussieht. Ihr seht reichlich eingewickelt aus. Kommt her, lasst euch erstmal drücken. Nicht. Ich halte mal den Finger Abstand, also die Hand vor. Nicht meine Rippen. Das deine Langbeiner-Freunde oder was sind das für Leute? Ja, es sind gute Freunde, Gefährten, aber das wird später. Wir sollten einen Heiler finden. Aber ich sehe schon, der Platz ist sehr überlaufen. Das wird ich habe noch zwei Mullbinden. Abel mir, wenn ihr wollt. Was wollt ihr? Ich habe noch zwei Mullbinden. Könnt ihr damit umgehen? Nicht so gut, aber das wird bestimmt schon kriegen. Denke ich auch. Also ich meine dafür, dass es umsonst anbietet. Aber dann nicht hier auf dem Schlossplatz. Wo denn sonst? Naja, hier ist gut. Ja. Nehmen wir zu, dass wir zum Tempel durchkommen. Ich mach das hier. Nein, das mache ich gar nicht. Warum nicht? Wir sollten nicht hineingehen. Das ist doch peinlich, in der Öffentlichkeit mich auszuziehen. Aber wir werden bestimmt noch zwei Stunden brauchen. Die Schlange ist so lang, da brauchen wir bestimmt noch 2-3 Stunden, bis wir im Piranentempel kommen. Wollt ihr so lange warten? Ich möchte wieder aufsatteln und uns da einen Weg durchbahnen. Platz da vorne, macht Platz! Da wirst du über Leute drüber trampeln. Drüber nicht, wir werden schon an die Seite gehen. Schwer verletzt, die können sich vermutlich nicht mal bewegen. Ja, mit der Gewalt deines Pferdes kannst du die armen, geschundenen Bürger, teilweise auch Reiche, weil wir sind ja im Schlossviertel und dementsprechend läuft hier auch betuchte Kundschaft, teilweise auch reicher als du herum. Das ist dir egal. Ach, Platz für die Herren von Praios Gnaden, wird's bald! Ja, während sich die reichen Leute da über diesen Adligen mit dem Pferd beschweren, würde Ragnar da hinterherlaufen und den reichen Leuten mal in die Tasche greifen und, ja, die Gunst der Stunde quasi nutzen. Taschendiebstahlprobe. Immer möchte nicht hinterherlaufen, denn er möchte sich jetzt nicht den Hass der reichen Leute zuziehen. Möchte lieber gucken, dass er vielleicht auf dem Platz bleibt. Das ist ihm jetzt zu riskant, sich den Hass von all den Reichen zuzuziehen. Er will lieber so tun, als wenn er nicht zu der Gruppe dazugehört. Ich würde hinterher stolpern, probieren zumindest. Ja, wir stützen Abel mir, ich und Ignar. Ja, dann, vor dir steht eine Person in weißer Gewandung mit Zaubererschlapphut, reckt die Hand aus und bewegt sich keinen Millimeter, Stab neben sich, keinen Schritt weiter. Dann bleibe ich wohl stehen. Ihr stellt euch jetzt ganz hinten an. Keine Widerrede. Sagt wer? Wollt ihr tatsächlich meine Loyalität testen? Meine Intuition. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Torben Marius. Gerstenkorn, Pfeil des Lichts. Alles Lichts. Ja, Land. Wollt ihr denn wirklich eurem Kollegen hier, der sehr schwer verwundet wurde, weil er sich mutig den Orks entgegenstellte, wollt ihr mit mir diskutieren? Behandlung verweigern? Ja, Land, mach keine Aufruhr. Wir stellen uns hinten an. Es wird schon gehen. Jeder hat hier gegen Orks gekämpft und verloren. Und es interessiert mich nicht, was ihr für ein Gehabe hier habt. Ihr dreht euch jetzt um, steigt von eurem Pferd ab und stellt euch ganz hinten an. Götterverfluchte, lasst wenigstens den Magier durch. Ihr dreht euch jetzt um, oder ich werde Konsequenzen ergreifen. Jalan, tut nichts Unvernünftiges. Ach, lasst gut sein. Ne, ich zieh dann ab. Die Schlange hat sich mittlerweile weiter gefüllt. Ich muss doch nicht ran. Ragnar hätte dann so getan, als würde er sich auch über diesen bösen Ritter da auf dem Pferd aufregen, hat sich dann daneben irgend so einen Bettler oder so gestellt und meint, die Adligen von heute denken, sie können sich alles rausnehmen. Jalan, hast du Arroganz? Stimmt, die habe ich. Selbstbeherrschung erschwert um Arroganz. Ja, komm, das sollte gehen. Lanzenreiten Angriff auf den Pfeil des Lichts. Die ist in der Tat gelungen. Ich werde Zähne knirschend abziehen. Kannst du den Namen notieren? Torben Gerstenkorn. Was auch immer das für ein Adliger. Tauben oder Sorben? Torben. Wie weit bin ich jetzt gerade dadurch, dass ich mich mit dem Adligen quasi hinten in diese Schneise angestellt habe, vorangekommen? Also wie lange muss ich jetzt noch ungefähr warten? Ja, du greifst gerade in die nächste Tasche. Hast du aufgepasst, bei wem du einfach reingreifst oder einfach reingegangen? Oh, ich bin gerade vorbeigegangen. Ah, der sieht reich aus. Oh, schnell mal reingreifen. Und ups. Ja, du kriegst jetzt einen Ellenbogen ins Gesicht. Ah! Moment.
ja, beziehungsweise kannst dich drunter durchducken, während er gerade seine Ellenbogen nach oben gezogen hat, tauchst du drunter durch, hat wohl nicht getroffen, und er will gleich nachsetzen. Er sieht ja, wohl auf den ersten Blick, so reich ist er vielleicht gar nicht. Er trägt eine Augenklappe, kurz geschorenes Haar, sieht militärisch gedrillt aus. Ich würde quasi einfach versuchen, in der Menge sofort unterzutauchen. Ja, er setzt nochmal nach, versucht es nochmal mit einem raufen Doppelangriff. 1-2 getroffen. Du willst ja. Nur Aktion, Position und weglaufen, dann kriegst du jetzt einmal 4 und einmal 7 TPA. Also einmal 2 und einmal 4. Genau. Ja, dann, ne, ups. Dann versuche ich trotzdem in der Menge unterzutauchen, ohne dass er mir sich jetzt irgendwie mein Gesicht merken kann oder was auch immer. Ja, er ruft dir noch hinterher. Halt, haltet ihn, ein Dieb! Läuft hinterher und du kannst dann versuchen abzutauchen. Wirf mal Athletik. Athletik? Uff. Ja, Athletik. Ich erschwere sie dir um... ich erschwere sie dir nur um 7. 7? Ja, das klar, du bist sein. Doch ein Gassenwissen. Ich weiß nicht, was das Gassenwissen ist. Bist doch in der Menschenmenge unterzutauchen ist ja wohl Gassenwissen. Na komm dann, dein Gassenwissen plus 7. Damit komme ich besser klar. Ich bin gnädig, habe ich doch gesagt. Na, vielleicht auch nicht so gut. Plus 7 hast du eingetragen, passt. Ja, er rennt dir hinterher. Halt, haltet ihn! Stadtwache! Ist wohl da selber. Hinten, das ist er! Ist wohl selber noch laufen der Stadtwache. Ja, du kannst auch auf alle Fälle dann wegrennen. Abelmir steht weiter. Es dauert, es dauert. Ihr könnt euch gerne unterhalten, ansonsten. Immer kommt wieder zu Abelmir an, weil die stehen ja ganz hinten. Jetzt kann man sich ja zu denen stellen. Soll ich eure Wunden jetzt versorgen? Wollte ich ihm schnell ausziehen? Doch, nicht hier auf diesem Platz. Wie ein Bettler. Von meiner Seite aus würde es 5 Stunden dauern, bis du in der Schlange drankommst. Oh Gott. Wir sollten irgendwo unter einer Unterkunft suchen. Ich grubbel unentwegt darüber, dass die Bürgerlichen vergessen haben, wo ihr Platz ist. Also draußen in Meilersgrund war eine schöne Taverne, die haben wir. Oh Gott, das klingt doch furchtbar. Da muss man für das Bier nur so viel zahlen, wie man will, das ist echt praktisch. Hier, dieses Viertel scheint einigermaßen akzeptabel zu sein. Wir sollten uns hier eine Unterkunft suchen. Das kann ich mir nie im Leben leisten, nur Herr. Ach, macht euch darum keine Gedanken. Ladet ihr mich ein? Ich versuche natürlich gerne eure Wunden. Ja, du kannst wohl erkennen. Du kannst wohl erkennen, wie ein. Ja, es sieht wohl aus wie ein Diener mit einem schwarzen Anzug geht durch die Reihen. Kommt dann auch auf dich zu. Verzeiht, mein hoher Herr. Ihr seht vermögend aus. Ihr seht so aus, als ob ihr bedürftig seid. Also Hilfe. Wir haben bei uns im Hotel Selander eine eigene Krankenstation, die wir euch gerne, so ihr der Kunde bei uns seid, zur Verfügung stellen. Sagt der Name Selander was? Ja, da brauchst du kein Geschichtswissen für. Das ist das beste Hotel Aventuriens. Okay, auch schon die besten Preise Aventuriens. Die Preise werden... Normalerweise ist der Preis von 1 bis 10. Der Preis von Selander ist 11. Gut. Ich fürchte, das kann ich mir nicht leisten. Ich weiß nicht auf der... Ach, mein Junge! Jetzt halt doch mal die Schnauze. Wo geht das hin? Steht doch jetzt hier nicht 5 Stunden an und wartet darauf, bis diese komischen Pereine Gewalt sich dir annehmen. Der Diener ignoriert Torgosch komplett, nickt er nur noch höflich an Abelmir vorbei und geht dann weiter durch die Reihen. Torgosch wird komplett ignoriert. 5 Stunden wollt ihr noch bleiben, ich fass es nicht. Wartet, rennt doch nicht gleich weg. Ruf ich dem Diener hinterher. Verzeiht, mein Herr, was kann ich noch für euch tun? Wo finden wir dieses Selander? Direkt am besten Platz, der 12-Götter-Platz. Das größte Gebäude neben der Akademie zu Schwert und Stab. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Könnt ihr mich führen? Aber selbstverständlich, mein Herr. Kommen Sie bitte mit. Kommt, Leute. Ja, hoher Herr, ich bin doch euer Gefolge, ich folge euch. Ja, Mann, kommt. Gut, dann mal voran. Verdammte Bürgerliche. Nicht ist so, wie es gehört. Ja, dann hinterher. Immer entspannt schon mal den Bogen auf dem Weg dahin, da er weiße Hotel, da hat man keine gezogenen Waffen dabei und verstaut den Bogen wieder. Ich hoffe, die restlichen Leute haben bloß ein Geld dabei. Aber ich folge erstmal. Ja, das Hotel Selander. Ich guck gerade mal nach.
Die Eingangshalle wartet mit einem exklusiven Wasserspiel auf und der Eichenkönig, das ist ein kleines Gemälde, beziehungsweise klein, es bewegt sich tatsächlich, während ihr auf dieses Gemälde schaut, ist wohl elfischen Ursprungs von einem Zaubermaler gemalt, ziert dort die Wand. Die Wände, die Räume sind mit edlen Holzeln vertäfelt, Mohagoni und so weiter. Es gibt Kissen aus alanfanischer Seide, einige Suiten, die von dort aus abgehen. Ihr könnt es riechen sehen. Ihr könnt es riechen, wie der Duft dort ziemlich einladend ist. Ja, ihr könnt tatsächlich weitere Türen erkennen, Vorhänge, Tabletts und ja, es kommen mehrere weitere Diener oder Butler auf euch zu, die euch dann aus den Kleidungen helfen, euch die Rucksäcke abnehmen. Wenn ihr das dann zulasten würdet. Übernimmt den Rucksack von Abel mir und wenn jemand sagt, hier soll ich auf was abnehmen, sage ich, nein, ich bin nur ein einfacher Diener des hohen Magiers. Und versuche mich selber als Diener und einfach so auszugeben erstmal. Ja, direkt vor euch noch ein großer Treppenaufgang, der nach oben führt. Der Butler, der Diener, würde euch dann nach rechts führen, wo es eine kleine Sitzlounge gibt. Normalerweise sowas wie ein Speisesaal, der auch gut gedeckt ist. Einige Blumen, die auf dem Tisch stehen, Tischdecken, mehrere Besteckreihen nebeneinander. Und er bietet euch dann einen richtig gemütlichen Sessel an. Ein paar Männer, die dort rauchen, vielleicht ein bisschen südländisches Aussehen. Novadi, Alanfana, eine raucht eine Zigarre, ziemlich dick. Andere spielen gerade Kartenspiel, beziehungsweise das ist wohl rote und weiße Kamele. Also nicht dieses typische Spiel des Pöbels, sondern etwas höherwertig. Und ja, dann kommt dann nach einem Schnipsen, kommt dann auch ein Arzt auf euch zu, der mit den Wappen von Pereine dann auf euch zukommt. Ja, sehr, sehr gut. Ah, vielleicht nicht hier. Habt ihr eine Suite für uns, wo wir alle reinpassen? Eine Suite? Nun, selbstverständlich, wenn ihr das bezahlen könnt, haben wir auch eine Suite für euch. Ah, für eine Nacht wird schon gehen. Möchtet ihr die Treppe nehmen oder sollen wir euch den Fahrstuhl weisen? Ein Fahrstuhl, klingt hervorragend. Du hast schon von diesen Fahrstühlen gehört. In Alanfa werden sie wohl von Sklaven betätigt, im Horasreich. In den guten Häusern gibt es dann auch Zauber dafür, die das bewegen. Das Beste vom Besten.